Das wird wahrscheinlich eines der meist kommentierten Videos aller Zeiten. Ja, 60.000 Euro, ja, es langt noch nicht mal, 60.247 Euro mit 19% Mehrwertsteuer und er ist gerade mal 7,70 Meter lang. Ja, geht's denn noch? 60.000 Euro für einen Wohnwagen und du traust dich sogar, den auszustellen? Absolut. Und bei 60.000 muss es nicht zwangsläufig aufhören. Ja, wir sind bei Kabe. Mhm. Ihr seid Kabelhändler seit ungefähr einem halben Jahr. Du hast das freiwillig auch gemacht. Ja, ich meine, du kanntest ja die Preise vorher. Aber es gibt ganz viele Kunden, die sagen, hey, das ist günstig für ein Kabe. Das ist so ein Einstiegssegment, weil dieses Fahrzeug von minus 50 bis plus 50 Grad winter- und sommerfest ist. Genau, also wir haben hier ein einzigartiges Isolations- und Aufbauverhalten bzw. Design und mit Alde serienmäßig inklusive der Fußbodenheizung. Und da haben wir tatsächlich durch diese Technik sogar noch einen erheblich reduzierten Gasverbrauch. Ja, das Schöne ist, ich sag mal, das ist ein Haus auf Rädern. Das werden wir gleich mal sehen. Auch innen drin, das Design ist einzigartig. Das ist eine richtige Wohnung, die drin ist, die sich aber auch im Winter so anfühlt und im Sommer so anfühlt wie ein Haus. Warmwasserheizung, Fußbodenheizung mit drin. Das ist, ich sag mal, da brauche ich jetzt keinen Loft im Skiurlaub, sondern ich kann mich auf den Campingplatz stellen beim tiefsten Winter. Ich glaube, so bei minus 10 Grad, da lachen die drüber bei Kabe. Das ist so das Einstiegssegment. Das kann ruhig kälter werden. Ja, absolut. Also mit dem Fahrzeug kann ich mich tatsächlich fast überall hinstellen und kriege auf jeden Fall keine kalten Füße. Und das Angenehme ist, das Fahrzeug erhitzt sich gleichmäßig im Fahrzeug, sodass ich nicht kalte Füße habe und einen warmen Kopf oder umgekehrt. Wenn ich damit zur Sparkasse Kiel gehe und meinen Bankberater frage, kannst du mir mal ein Kabel, einen Wohnwagen finanzieren für 60.000 Euro? Da sagt er, wie lang ist denn der? 15 Meter? Und du hast mir gesagt, das ist noch lange nicht das Ende. Du hast einen 12 Meter tatsächlich auf dem Platz stehen. Ich glaube, 12 Meter ist das Maximum, was eh geht in Europa, oder? Ja, genau. Also das ist der größte Wohnwagen, den wir überhaupt ausstellen konnten. Und den haben wir tatsächlich auch mit im Bestand, ist allerdings schon verkauft. Echt? Ja. So, den gucken wir uns gleich mal an. So, das ist das Heckdesign. Der hat das gleiche Heckdesign? Ja, genau, der hat das gleiche Heckdesign. So, und da hat man eine dritte Bremsleuchte. Ich habe eben schon gesehen, die Hubstützenanlage ist natürlich mit drin bei dem Fahrzeug bei 60.000. Genau. Nee, ist nicht drin. Nein, war ein Scherz. Wir haben tatsächlich hier, wo du gerade das Kabelsymbol zeigst, die dritte Bremsleuchte im Kabeldesign. Und tatsächlich ist das ein richtig schickes neues Heck geworden. Ja, aber das ist nur eine Sache. Das ganze Heck ist isoliert ohne Ende. Das heißt also, Wärmebrücken, Kältebrücken, das gibt es bei Kabe einfach nicht. Die bauen schon wie lange Wohnwagen? Jetzt 3 Jahre, oder? Ja, ein bisschen mehr ist es schon. Schon über 60 Jahre wird bei Kabe Wohnwagen gebaut oder werden bei Kabe Wohnwagen gebaut. Und das zeichnet sich tatsächlich überall wieder. Selbst Wohnwagen gebraucht erzielen Toppreise. Das ist so. Also der Gebrauchtwarenmarkt, die übliche Haltedauer sind nicht nur 3 Jahre wie bei vielen anderen, sondern sind ewig. Und wenn sie dann mal hergegeben werden, dann wird meistens auch wieder ein Kabel gekauft. Ja, und tatsächlich selbst die älteren Modelle erfahren tatsächlich wieder einen Hype und Retro-Geschichten, aber auch die neuen sind natürlich optimal ausgestattet. Gut, bei 60.000 Euro darf er denn tatsächlich die ATC mit drin haben. Das ist die Lampe, die sollte leuchten, wenn man losfährt, oder? Nach Möglichkeit grün. Ja, das ist so. Mach mal auf vorne. Mhm. Da könnte das Gasfass sein. Ach, tatsächlich mal was ganz Normales. Der hat eine Duo, ja. Genau, Duo-Control ist drin. Gasleck-Indikator unten drunter. Das bedeutet, sollte man tatsächlich hier mal irgendwo eine Undichtigkeit feststellen, dann an dieser Anzeige. So, per App wird man dann sofort alarmiert und die Polizei gerufen. Wenn man möchte, auch per App. Aber was ist das links da? Das ist die Gasaußensteckdose. Ah, ne, die ist serienmäßig bei Kabe mit dabei. Okay, das heißt also, ich muss dann schon hier aufmachen oder komme ich irgendwie außen ran? Wir haben hier unten so eine kleine Gummimatten als Tropfschutz und wenn wir zum Beispiel die eine wegnehmen, dann sehen wir zum Beispiel die Durchführung im Fußbodenbereich. Ah, klasse. Also da ist die Außensteckdose gelb. Ich habe schon vermutet, die sind da meistens gelb oder die sind eigentlich immer gelb. Ja.
So sieht man es, Gasdruckfedern mit dabei. Gut, also so weit, so gut. Das hatte mein Tabard jetzt auch. Was schon mal auffällt, sind die Matten hier unten drin, die das Ganze nochmal isolieren. Mhm. Muss aber offen sein natürlich, weil Gas drin ist. Mhm. Aber die Isolation ist jetzt nicht nur hier, sondern die ist wirklich in jedem Detail. Jetzt der Gaskasten muss ja nicht isoliert sein. Der ist ja auch gar nicht dafür gedacht. Genau, also hier ist es tatsächlich nice to have mit den Matten. Was hier nochmal schön ist, ist zum Beispiel auch die Beleuchtung des gesamten Gaskastens, was sonst auch nicht üblich ist. Mach mal an. Ist schon. Ach, da vorne das Weihnachtslicht. Genau. Warte mal, ich mache mal gerade mein Licht aus. Das wollen wir einfach mal sehen, dass. Ja, es ist jetzt nicht so hell, aber wenn es richtig dunkel ist, die meisten machen erstmal das Handy an, die Taschenlampe vom Handy. Das ist, dann wird es umso heller, je dunkler es ist, oder? Genau, also hier kann man sich das ersparen. Das wird tatsächlich mit beleuchtet. Okay, verstanden. Ja, mach nochmal zu, bitte. Wir sind bei Spann an. Ihr habt seit einem halben Jahr Kabe und ihr habt Deadless auch neu. Habt ihr eigentlich irgendwelche Marken vorher schon gehabt? Ja, wir sind tatsächlich langjähriger Partner von der Marke LMC. Ja. Haben Hobby noch seit jetzt mittlerweile über 7 Jahren im Portfolio. Hümer, Carrado, Crosscamp. Wir können ein bisschen was bieten. Also Wohnmobile und so weiter. Aber Kabe war ja schon so eine Geschichte, da muss man sich richtig mit beschäftigen, auch die Verkaufsargumente finden. Es ist kein Massenhersteller, das ist schon mal klar. Bei dem Preis, ich meine, man muss ja auch das Geld haben dafür, muss die Anwendung dafür haben. Aber das, ich sag mal so, das richtet sich schon an Leute, die professionell auch mal länger stehen wollen. Ja, absolut. Na, also Kabe ist im Bereich des Campings ein Name und wer sich dafür interessiert, der weiß auch, was dahinter steckt. Die Aufbautür haben die selber entwickelt. Das ist ein Eigenprodukt, die ist isoliert. Dass auch hier keine Kältebrücke entstehen kann. Das ist auch nicht die Dicke mittlerweile, sondern es gibt Hightech-Materialien, die richtig teuer sind pro Quadratmeter, die hier verschafft worden sind. Ich kann mal ein schönes Beispiel zeigen. Hier haben wir mal Lieder, unseren Sprinter. Und da sieht man auch, also serienmäßig, die machen wirklich, die isolieren, was das Zeug hält. Wenn du mal kurz nochmal mit der Faust, ganz leicht. Und einmal die Tür auf und zu machst, das ist mein Lieblingsgeräusch. So muss das klingen. Ja gut, jetzt sagen die Leute, das klingt immer so. Nee, ist nicht so. Das ist so. Also hier sind wir. Ich zeig nochmal das Heck, dass wir das sehen. Da ist wahrscheinlich eine gute Tedford drin. Mhm. Mach mal auf, bitte. Wie man es kennt, auch vom Wohnmobil. Genau. Wenn die gerade mal rausziehst von der Größe, was das für ein Volumen hat. Okay, also das normale Volumen, die mit drin ist. Prima, vielen Dank. Und das ist das Heck. Auch den habt ihr angesteckt, denn ich sag mal, das Geniale steckt wirklich innen. Das wird man gleich mal sehen. Der hat jetzt keine Frontküche. Das ist also nochmal ein Highlight, was man dann sieht. Aber er hat alle Gene eines richtigen Kabel mit drin. Unter anderem ein paar schöne Details, wie zum Beispiel hier Magnetlock. Also ich sag mal, das sind so Kleinigkeiten. Mach mal bitte auf, dass wir mal sehen, wie schön das. Klack, hast du richtig gemacht, satt. Genau. Fliegengitter ist aufpreispflichtig oder schon dabei? Nee, ist inklusive. Echt? Bei 60 schon dabei? Ja, da ist es schon dabei. Ne, aber auch perfekt in den Eingang integriert. So, mach mal zu, Fliegengitter bitte. Und wie läuft's? Leicht? Flüssig. Gut. Da ist auch Magnet, hat richtig Klack gemacht. Genau. Ne, wir haben hier einmal komplett die Magnetschiene von oben bis unten dann mit dran. So, aber es ist alles, wir haben ja ganz viele Wohnmobil-Videos gemacht, die wir jetzt hier auch hergestellt haben. Da sind also ganz viele Anleihen aus dem Wohnmobil sind auch hier verbaut. Wie zum Beispiel, Dunstabzug ist mit drin. Mhm. Können wir gleich mal sehen. Da ist jetzt ein richtig fetter Gasbackofen drin. Mhm. Eine richtige Küche wie zu Hause. Dann ein Raumgefühl, das ist, komm, wir gehen mal rein. Das, was wir mal zeigen. Oh Mensch, das gemeint, du darfst keinen reinlassen. Du musst in der das Preisschild zeigen, dann außen stehen lassen und dann sagen, na, haben sie noch Lust zu kaufen? Die dürfen nicht rein, weil dann, das verändert alles, wenn man drin ist, oder? Also tatsächlich, Wohngefühl im Wohnwagen, das ist der Wahnsinn. Mhm. Französisches Bett. Französisches Bett, Bad an der Seite und dadurch tatsächlich noch mehr Platz dann im Wohnraum selber.
So, eine Klimaanlage. Mhm. Gut, hatte ich auch drin in meinem Wohnwagen. Aber hier ist es natürlich klar, wenn ich die hier betreibe, muss ich also nicht sehr stark gegen die Sonne arbeiten. Durch die Isolierung bis plus 50 Grad hat die keine Mühe, ich sag mal, das Fahrzeug runter zu kühlen. Genauso gilt es für die Heizung. Also hier ist alles viel einfacher, weil ich nicht gegen eine schlechte Isolierung arbeite. Genau, also die Isolierung ist auf dem höchsten Stand, den wir haben können. Und so haben wir dann tatsächlich auch wenig Probleme, das Fahrzeug runter zu kühlen bzw. aufzuwärmen. So, du bist alter Wohnwagen-Fan, muss man sagen. Ihr wart schon im Wohnmobil unterwegs oder immer im Wohnwagen? Sowohl als auch. Ja, drei Kinder ist fast prädestiniert für Wohnwagen, oder? Absolut. Deswegen haben wir auch einen eigenen Wohnwagen, sind aber auch schon im Alkoven mit unterwegs gewesen. Was habt ihr für einen Wohnwagenhersteller? Ein E-Riba. Ein E-Riba. Mhm. Sehr schön. Ich da mal reinsetze, bitte. Jawohl. Denn hier sieht man direkt, der Umbau nämlich zu einer Liegefläche ist hier besonders einfach. Ich kann den Tisch nämlich sehr einfach runterlassen. Genau. Das ist schon vorgesehen, aber es ist eigentlich auch ein ganz toller Rundriss für zwei Personen, ja. Muss man fairerweise sagen. Also hier hast du wirklich, schon krass, warte, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass wir mal das ganze Raumgefühl kriegen. Hier ist die Küche mit dabei, ist noch mal krasser. Also Wohnwagen ist wieder was ganz anderes, den großen Dometic Tech Tower hochgebaut. Das hast du auch, habe ich auch noch nicht gesehen. Drunter die Mikrowelle, die mit dabei ist, wo viele sagen, Mikrowelle braucht kein Mensch. Natürlich braucht man eine Mikrowelle. Ich habe es ja auch zu Hause. Außerdem kostet ja eine Mikrowelle, kostet ja neu beim Mediamarkt. Ich glaube, die gehen los bei 39 Euro und dann hat man sie nicht. Ja. Ja, das ist, glaube ich, das große Thema. Stereoanlage ist mit eingebaut, ja. Direkt mit drin. Das Design von den Klappen ist schön. Ja, tatsächlich so, wie wir es hier sehen, im Imperial auch Standard dann. Mhm. Imperial ist das Höchste, was es gibt? Genau, also wir haben den Imperial als höchste Stufe und dann halt in verschiedenen Ausführungen, Längen, Höhen, Breiten. Genau. Habe ich hier noch Platz unten drunter? Unter den. Ah, guck mal hier, habe ich sogar für die Schuhe. Genau. Was wir kennen aus dem. Wir haben einmal unsere kleine Wanne zum Abtropfen und einmal noch ein zweites Fach, wo wir dann weitere Schuhe mit verstauen können. Ist Leder echt? Das ist echtes Leder. Liebe Rotweinfans, ja. Da gibt es wahrscheinlich einen Pflegehinweis zu, oder? Absolut, ja. Bei weißes Leder, das ist schon richtig toll. Ah, das hier vorne ist wahrscheinlich das Füllkissen, das ich dann habe, wenn ich es umbaue zum Bett. Wenn du mal gerade hier aufmachst, Push auch? Alles Push, genau. Ne? So, hier, Alde. Ich meine, das ist hier Fußboden, Doppelboden, richtig? Genau. Also wir kennen es wie aus dem Wohnmobilbereich, ist es hier ebenfalls verbaut. Und das Ganze nochmal mit Aluminiumleiterplatte dann versehen, dass es auch alles gleichmäßig verteilt wird. Also Gasdruckdämpfer mit drin, die umlaufenden Teile hier oben. Was habe ich denn hier? So eine Kleinigkeit. Dometic, was ist das? Das ist ein Staubsauger. Echt? Ja, serienmäßig mit verbaut. Ein Zentralstaubsauger quasi. Ja. Genau, ne, da kommt nur noch ein Schlauch drauf, anmachen und dann kann man entsprechend seinen Wohnwagen saugen. So, der Schlauch ist so lang, dass ich überall hinkomme mit dem Wohnwagen? Genau. Oder gibt es da mehrere Anschlüsse? Nee. Nee, das ist einmal zentral hier. Ja, ich habe aber nichts, was ich irgendwo, also ich habe da jetzt so ein Dyson, trotzdem fliegt der rum. Das ist absolut nervig. Da ist so ein Griff dran, was kann der? Kannst du ausziehen. Genau, wir können das Bettumbau. Lounge. Wir können tatsächlich die Sitzfläche dann rausziehen und launchen. Launchen. Okay, das geht auf beiden Seiten? Das geht auf beiden Seiten. Mach mal bitte hier. Und wenn ich mal kurz draufsetze, dann sieht man es ein bisschen besser. Wahrscheinlich kann man es... Ah ja, okay. So, und jetzt bin ich nicht mehr so ganz gerade. Das hat mich immer genervt, dass du... Also bei Tabat bist du wirklich wie beim Bund. Hast du da gesessen und du warst immer gerade. Das war schon ein bisschen nervig. Das Fenster, das musst du zeigen. Das ist das gleiche wie in den Wohnmobilen. Genau. Das geht sehr einfach. Genau. Erster... Zweiter Knopfdruck und dann einfach nur hochlassen. So kann man ganz schnell lüften, ohne dass du viel kurbeln musst. Genau. Hat auch eine entsprechende Position, dass ich lüften kann. Aber ich sag mal, echt der Hingucker ist die Küche. Also wer sich ein bisschen auskennt und eine neue Küche gekauft hat, da kannst du locker mal bei einer schönen Küche mal so 20 Kilo loswerden. Und das in einem Wohnwagen in der Qualität, Zentralverriegelung mit drin. Mhm. Jetzt kenne ich ja schon die Wohnmobile so ein bisschen. Der hat also wirklich alles, was... Nee, der hat noch mehr. Guck dir mal das Kochfeld an. Genau. Hast Induktion plus Gas. Genau, also hier haben wir im Imperial standardmäßig immer das Induktionsfeld, beziehungsweise links die beiden Induktionsfelder und rechts zwei Gasflammen. So, das ist ein richtiger Ofen mit solchen Bedienelementen wie zu Hause. Genau, auch hier dann zwei Ofenfelder, einmal als Grillfunktion und einmal dann als richtiger Backofen. Dann.
Das heißt, ich kann also unten meinen Braten machen und kann oben die Pizza machen, zeitgleich. Genau, wenn man möchte, dann darf man es. Oder das Gemüse, so ist ja heutzutage. So, mach mal hier bitte auf, hier unten drunter. Die Zentralverriegelung, erklär dir mal. Wir haben momentan den gesamten Schrank offen. Wenn wir ihn einmal kurz zur Seite drehen, dann sind alle Klappen gleichmäßig verschlossen. Also ich muss also keinen Tisch davor bauen, dass sie nicht versehentlich in der Kurve aufgehen. Das hält. Genau, das hält, definitiv. Schön. Ja, da ist noch ein Fach. Kleiner Apotheker. Ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit dem Apotheker. Das ist schön. Was auffällt ist, dass die... Ich sag mal, die ganzen Schränke drüber, das fühlt sich an wie bei einer richtigen Küche. Also ist auch so angeordnet. Genau. Na, also das gesamte Holzdesign, was man sieht, das wird bei Kabe selbst gebaut und hergestellt. Und entsprechend passt es halt ideal hier rein. Ja, mach mal auf bitte links. Mach mal links mal an. Da habe ich also bis in die Ecken rein. Da ist mein Dunstabzug. Mhm. Einer, ich habe ihn eben anmoderiert, der geht nach außen auch. Mhm. Korrekt. So, da ist nämlich der Fall, wo er nach außen geht. Das ist das Gewürzfach. Ja, richtig viel Platz. Also ist schon viel, viel Wohnmobil. Also es fließt echt ineinander. Man sucht die Zugmaschine. Gut, das ist dann der VW-Bus. Das Gewicht hier von dem ungefähr? Also mal gucken. Also wir haben eine 2-Tonnen-Achse und knapp 1700 Kilo Eigengewicht in Massefahrbereit. Ah, 300 Kilo. Ja. Gut, das ist ordentlich. Also wer sich ja auskennt, muss ja niemand mitfahren. Also das ist ja der... Wenn du mal kurz rausziehst, da ist eine Platte, auch da... Ah ja, da habe ich die Erweiterung mit drin. Mhm. Und unten nochmal drei Schränke. Per Pushlock dann verschließbar. Okay. Na. Einmal dann Besteckschublade. Ein weiteres Fach. Und Mülleimer-Trennsystem. Und das Ganze dann per Softclose. Boah, ist das schön. Auch gebrauchte Kabe-Wohnwagen sind schwer zu kriegen. Also ich habe mal geguckt, ein bisschen bei Mobile, die sind teilweise steinalt. Und das Design jetzt im Moment ist richtig toll. Das ist schon klasse. Wenn ich mal aufmachst, das sind die gleichen Spülbecken wie im Wohnmobil. Also auch mit dem Überlauf. Genau, die finden wir auch im Wohnmobil wieder. Entsprechend mit der Tiefe und dem Überlauf. Im hinteren Bereich. So, hier habe ich da mein Fensterchen, auch da so wenig Kältebrücken wie möglich, aber ich brauche hier nicht viel, aber ich will es gerne öffnen, dass der, ich sag mal, dass ich mal schön habe, will mal ein bisschen rausgucken. Mhm. Das geht dann Vorhang, kann ich mich vereinzeln und da ist mein Bett, man sieht schon, ist das elektrisch wie bei den anderen? Genau, hier ist das elektrisch verstellbar, der Knopf befindet sich im hinteren linken Bereich. Zeig mal bitte. So, da ist auch ein Sag mal, das funktioniert auch, wenn du drauf liegst. Würde auch funktionieren. Würde auch funktionieren, wenn du drauf liegst. Ja. So, da geht jetzt das Kopfteil hoch. Genau. Ja, du darfst mal. Du darfst jetzt professionell mal Probe liegen. Sag mal, du liegst hier, das geht auch so ein bisschen rein, wie es in der Liegekomfort ist. Traumhaft. Also hier kann man tatsächlich wie auf Wolken schlafen. Ja. Ja. Gut, du bist Verkäufer jetzt bei Spann an. Aber es ist wirklich, also du liegst hier, das ist wie eine Lounge, wie so ein Hotelzimmer. Ja. Also tatsächlich, wer es nicht glaubt, soll es selber ausprobieren. Kommt gerne vorbei. Die Fahrzeuge stehen offen zur Besichtigung. Ja, das Heck ist aus Mikrofaser. Hier ist nichts irgendwie angeklebt oder so. Das ist, ich meine, man kennt das ja öfter mal, man rüttelt irgendwo. Das ist alles so Ultraleichtbau, ist hier auch so. Aber handwerklich ist das alles wie aus einem Guss. Spaltmaße. Genau, also hier passt alles tatsächlich zueinander. Und die Qualität steht immer im Vordergrund. So, hier wäre dann der Fernseher, der kann ja noch montiert werden. Das ist eine Besonderheit, gibt es bei Kabe, auch nur bei Kabe, glaube ich. Das ist ein Lüftungsgitter, glaube ich, oder? Genau, wir haben einmal ein externes Lüftungsgitter von außen und wir haben einmal das Smart Vent System an sich. Ja, also, wenn wir hier öffnen, können wir direkt Frischluft zuführen. Ohne, dass einer einbrechen kann. Ohne, dass einer einbrechen kann oder Regen entsprechend reinkommen kann. Und wir haben unter dem Wohnwagen ein System verbaut, wo wir über diesen Hebel sozusagen entsprechend Frischluft zuführen können, ohne ein Fenster öffnen zu müssen. Mhm. Konvektion oder was? Nee, das ist so ein Gittersystem, was sich öffnet und wieder schließt und das Ganze halt unter Flur. Ach, für die Tiere, die dann rein können? Oder sind da auch solche Netze, dass keiner durch kann? Genau, also da kommen tatsächlich keine Tiere rein und die Frischluft, wenn es draußen kälter ist, die wird dann gleich durch das Heizungssystem mit erwärmt, sodass wir tatsächlich die Temperatur hier drin immer halten. So, du darfst mal das Putzlicht anmachen. Das wäre nicht mal ganz lieb.
Denn man hat zusätzlich nochmal ein großes Licht mit drin. Das heißt, also man will ja ab und zu auch mal ordentliches Licht haben. Das gibt es auch. Genau. Ambiente, alles indirekt beleuchtet. Ja, klasse. Ich bin ganz, ganz beeindruckt. Ja, Bad. Auch hier viele Anleihen aus dem Wohnmobil. Sag mal, die haben aber... Also mit größter Wahrscheinlichkeit zunächst erstmal Wohnwagen gebaut bei Kabe, oder? Genau, also das Steckenpferd bei Kabe ist tatsächlich der Wohnwagenbereich. Und hier steckt extremste Perfektion drin. So, hinten haben wir einen Schrank, der sieht groß aus. Mach mal bitte auf. Ich habe mich ja eben das letzte Mal noch beschwert. Meine Frau hätte ja keinen eigenen Schrank, weil die will nämlich immer einen eigenen Schrank. Die will ihr eigenes Zeug haben. Hier hat man gleich zwei. Also es ist schon ein Zwei-Personen-Fahrzeug, oder? Im größten Sinne. Man könnte auch mit mehr, aber ich sag mal, ist nicht der Familiengrundriss. Genau, also Familiengrundrisse werden ja tendenziell mit Stockbetten genommen und hier fühlen sich vor allem zwei Personen extrem wohl. Mhm. So, der Handtuchhalter ist beheizt. Jawohl. Welch eine Frage. So, und übrigens, das findet die meisten Kommentare, dass man hier einen Vorhang, Duschvorhang hat. Die verlangen denn und sagen 60.000 Euro einen Duschvorhang. Aber wer sich auskennt, das ist so genial mit dem Duschvorhang. Also ich habe selbst zu Hause noch einen Duschvorhang. Den tausche ich übrigens alle halbe Jahr oder ich sag mal, einmal im Jahr und so weiter. Denn ich sag mal, es gibt nichts, was leichter ist, weniger kaputt zu machen ist. Ich kann es tauschen. Also man hat am meisten Stress mit irgendwelchen, ich sag mal, Kunststoffteilen, die zusammengeschoben werden. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Also das ist so. Also es ist kein negatives Element, sonst hätte es Kabe schon geändert, oder? Genau. Man kann auch beim einen oder anderen Grundriss eine andere Badlösung bekommen. Aber tatsächlich ist der Vorhang gar nicht so schlecht. So, großer Kleiderschrank. Den haben wir gleich doppelt. Ist das so ein Trockenschrank? Das ist ein Trockenschrank. Trockenschrank. Klemm ich auf. Also wir haben hier nochmal eine Abtropfwanne drin und darunter sitzen Heizelemente von der Aldeheizung, sodass nasse Kleidung oder halt auch durch Schnee belagerte Kleidung entsprechend gut abtropfen kann. Da oben ist dann nochmal ein Lüftungsgitter, das kennen wir schon aus dem Wohnmobil. Aber klär mich mal auf. Alde. Jetzt erklär doch mal bitte den Leuten, was ist Alde? Alde ist, glaube ich, ein Heizungssystem ohne Luft. Genau, also wir haben sozusagen überall Konvektoren bzw. Radiatoren im Wohnwagen verteilt und zusätzlich noch eine echte Fußbodenheizung, wo entsprechend ein Glykolgemisch durchgeführt wird und nicht per Luft reingestreut wird, sondern halt die Luft im Innenraum nimmt und diese dann entsprechend wie zu Hause über das Rippenkörpersystem erwärmt. Um es nochmal klar zu machen, also Tabat hat zum Beispiel, also mein Tabat, den ich hatte, der hatte so braune Luftschläuche, das ist so Standard, glaube ich. Da ist ein Ventilator drin, da macht wahrscheinlich irgendeine Truma oder was auch immer, macht warm. So, und dann wird Luft durchgeführt und damit wird er erheizt. Hier ist es wie zu Hause Heizkörper. Genau. Das ist richtige Heizkörper, andere kleine Heizkörper. Da fließt warmes Glykolgemisch durch und das erheizt den ganzen Wohnwagen gleichmäßig über einen Doppelboden. Das heißt, ich stehe hier nicht, da drunter ist jetzt nicht direkt die Erde, sondern da ist nochmal ein Boden drunter. Genau, und hier drunter ist dann wie gesagt das Heizungssystem und bei Kabe einzigartig gebaut tatsächlich über den Heizschläuchen nochmal eine komplette, wie ich eben gerade sagte, Aluminiumleiterplatte. Das heißt, es wird diese Aluminiumplatte mit erwärmt und gleichmäßig im gesamten Wohnwagen verteilt. Prima. So, ihr wärt ja nicht bei Spann an, wenn wir nicht gleich zwei Kleiderschränke hätten. So, hier ist jetzt eine Lüftung mit drin, aber das ist Abluft. Ist es dieses Lüftungssystem, von dem du sprachst? Mal kurz. Das ist die Abluft von der Heizung, genau. Ah, okay, verstanden. Na? Na, das heißt, der Schornstein oder was? Genau, das ist der Schornstein dafür. Gut, verstanden. So, das heißt also, ich habe hier einen Schrank, kann den aber auch zum Kleiderschrank umbauen, könnte zum Beispiel die beiden oberen Elemente rausnehmen, dann hätte ich schon mal direkt für T-Shirts und so weiter hängend, kann mir das so machen, wie ich will. Hier habe ich ganz viele Löcher, die sind noch frei, also ich kann es anpassen. Genau, also individuell, wie man es braucht, entweder das lange Abendkleid oder halt entsprechend mehr Fächer zum Legen. So, Dometic. Der gute alte Tech Tower, aber diesmal hochgesetzt. Das heißt, also du musst dich überhaupt nicht mehr bücken. Genau. Und dann von beiden Seiten wieder bedienbar. Das kennen wir ja schon. Entweder aus dem Schlafbereich heraus oder halt aus dem Küchenbereich ganz komfortabel zu öffnen. So, bitte einmal noch die andere Seite. Fürs Jever. Ah, nee, ist ja nicht Jever bei euch, gell? Ist
Flensburger oder Holsten? Flensburger oder Holsten. So, das habe ich schon gelernt. So, und unten dann eine kleine Mikrowelle mit drin, die übrigens finde ich sehr praktisch, gerade wenn du jetzt mal schnell was warm machen möchtest. Der Stromverbrauch ist zwar ein bisschen da. Autarkie ist hier eingebaut oder nicht? Genau, wir haben eine Batterie unter der Sitzgruppe verbaut, ebenfalls immer serienmäßig mit dabei und kann tatsächlich auch erweitert werden, wenn man möchte. So, 60.000 Euro, der Mova ist natürlich mit drin, oder Truma XT? Nee, der Mova kommt noch dazu, aber die Dachklimaanlage ist beim Imperial serienmäßig dabei. Okay. Mhm. Kaufen die meisten Mova hier? Mal so, mal so. Also je nachdem, für welchen Zweck der Wohnwagen gebraucht wird, wird gerne ein Mover mitgenommen oder wenn er als Standwohnwagen zum Beispiel steht, dann eher nicht. So, mach mal hier bitte auf. Das ist für Jacken. Genau, also hier haben wir dann sozusagen unseren Eingangsbereich. Hier kommen vor allem Jacken dann mit rein. Genau. Groß, hier habe ich drahtloses Laden mit drin. Ich merke, wir sind im 21er Modell. Ich habe das gleiche Navi wie in den großen Wohnmobilen. Das ist schon mal krass. Also das gefällt mir gut. Wahrscheinlich so ein ähnliches Navi ist mit drin. Das braucht ja keine Höhenerkennung. Aber hier habe ich ein Radio mit drin, DAB Plus mit drin, habe alles integriert. Da ist der Fernsehanschluss mit drin. Das Fernsehen wird auf Kundenwunsch nachgerüstet, ist natürlich nicht dabei bei 60.000. Genau, auch da. Du merkst. Gerne gestichelt. Nee, also wer Fernsehen möchte, der kann das natürlich gerne bei uns mit erwerben. Oder wenn man in die zukünftige Technologie halt in Streaming geht, ebenfalls auch gerne mit Tablet-Halterung oder Ähnlichem. Ja, das ist das Lieblingsfach dann meines Sohnes. Da wird das Handy eingesperrt, nachdem er seine Nutzungszeit gehabt, denn innen drin ist ein USB-Anschluss. Das heißt, du kannst da direkt das Handy reinlegen oder was auch immer und kannst es dann gleich mit aufladen. Da ist der Anschluss mit drin. Und man hat direkt da vorne eine 3,5 mm Buchse, die geht wahrscheinlich ans Radio, sodass ich hier meinen Streaming-Anschluss habe. Irgendein altes Handy, was ich nicht mehr brauche, das kann ich da oben anschließen und kann damit streamen. Genau. Ist ein WLAN-Router drin? Ist ein WLAN-Router mit drin, jawohl. Also SIM-Karte reinstecken und ich bin online. So, was ist hier drunter? Ein großer Schrank. Gut, Wohnwagen, ich vergaß. Ja, last but not least, die ganze Steuerelektronik in diesem Fahrzeug wieder mal vereint in dem großen Dometic zentralen Steuerelement. Das heißt, alles und wirklich alles geht hier rüber. Genau, also hier ist wieder komplett alles drauf gekoppelt, von der Heizung über die Elektrik, Klimaanlage. Alles. Ja, mach mal an, Klimaanlage. Nämlich ziemlich warm hier drin. Zack, und dann können wir hier die Klimaanlage zuschalten. Das war's. Das war's, genau. Und dann können wir noch Lüfterstärken und sowas einstellen, wie wir es haben möchten. So, und das Ganze kann man über ein Tablet auch bedienen. Das heißt, kann also dann auf dem Bett liegen und kann dauernd die Klimaanlage an- und ausschalten. Wenn ich lustig bin am Anfang, macht man das ja immer. Mhm. Probiert man jeden kleinen Knopf aus. Genau, also wie gesagt, wir können es einmal entweder hier rüber steuern oder halt auch über die Smarty Remote, über Tablet oder Smartphone. Ich habe es gerade gezeigt, hier ist der Kleiderhaken mit drin und ja, ich bin ganz beeindruckt. Du musst gleich weg nach Kiel, deswegen geben wir Gas, trotzdem wollten wir es mal zeigen. Wir sind bei Spann an, komm, wir gehen mal raus, dann zeigen wir das mal. Also ein ganz anderes System, Isolation minus 50 bis plus 50 Grad, Fahrzeuge sind zertifiziert. Ja. Jetzt kannst du ja an jedem anderen Wohnwagen auch bis minus 50 Grad einfach sein, ja. Aber die sagen, du hast kein Problem, die Temperatur zu halten, also das ist alles dafür gedacht. Genau, also hier haben wir tatsächlich den Fokus komplett auf Isolation, Klimatisierung und komplett Komfort und ja, Wohlfühl. Und einfrieren auch. Also es geht ja auch darum, dass die Tanks, es gibt die Abwassertanks hier? Genau, Abwassertank ist immer serienmäßig mit verbaut und liegt innen und ist dadurch halt auch frostsicher. Ja, gut, das ist, glaube ich, der Fokus. Also Komfort, Design ist ein Thema, Werterhalt muss man ganz klar ansprechen. Also wo ich beim anderen Wohnwagen vielleicht nach 10 Jahren dann noch 9.000 Euro kriege aus eigener Erfahrung, der mal 43.000 gekostet hat, den ich eigentlich auch gebraucht gekauft habe, noch 5 Jahre gemacht habe, kriege ich hier noch richtig viel Geld. Also du kriegst für gebrauchte Kabel in der Ausstattung, ich glaube, der Werterhalt ist allein schon sein Geld wert, oder? Absolut. Also wer sich ein bisschen auf Mobile mal umschaut, der merkt, dass ein gebrauchter Kabel trotzdem noch extrem viel wert ist. Immer ein bisschen blöd, wenn man ein Fahrzeug neu kauft, über einen Wiederverkauf zu sprechen. Aber ich sag mal, für viele ist das doch ein Argument, dass die dann sagen, okay, ich fahre so ein Fahrzeug mal und will das mal probieren, merke vielleicht nach 2, 3 Jahren, ich will dann den nächstgrößeren. Das ist ja oft so. Oder dass die dann sagen, vielleicht doch ein Doppelachser, wie es denn ist. Das Thema Anhängelast, nochmal, was hat der für Daten nochmal hier?
Also wir haben hier 2 Tonnen als Gesamtgewicht auf der Einzelachse und um die 1700 Kilogramm Masse fahrbereit, sodass wir, wenn wir noch ein bisschen mehr Zubehör mit dazu nehmen, um die, ich sag mal, 200 bis 300 Kilo an Zuladung haben im Wohnwagen. Ich brauche aber keinen Fiat Ducato in Zukunft, um solche Fahrzeuge zu ziehen. Ist das ein Problem für euch mittlerweile, dass die Zugfahrzeuge immer schwächer werden? Also aktuell merken wir es noch nicht. Wir haben den einen oder anderen, der auf Benzin umsteigt, weil die Diesel-Thematik halt nicht uninteressant ist. Und da müssen wir dann tatsächlich auf das ein oder andere Gewicht noch achten. Aber aktuell ist es noch nicht so relevant. So, prima. Ja, der Kabe Imperial 560 XLKS und hier steht ja Lederausstattung, Abwasser, Direktabfluss steht hier. Genau, also das ist nochmal ein zusätzliches Extra, dass man theoretisch auch noch das Wasser direkt abführen kann, ohne ihn erst im Abwassertank aufzufangen. So, hier ist der Listenpreis 60.247. Darf man mit dir beim Preis mal handeln? Ihr seid ja im hohen Norden oder fliegt man direkt raus? Nein, also auch wir lassen mit uns sprechen und wir finden auf jeden Fall gemeinsam einen schicken Sonderpreis. So, wenn ich jetzt noch einen schönen... mein altes Schätzchen noch habe, ja, findet das bei euch einen Abnehmer? Das heißt, nehmt ihr Fahrzeug in Zahlung? Absolut gerne. Ne, also ja. Auch Gebrauchte haben wir eben gerade besprochen, werden momentan sehr gut gehandelt und wir sind aufgeschlossen für sämtliche Inzahlungnahmen. Ja, Imperial 560 XL King Size, die Speerspitze im Kabe-Konzern, nicht ganz so lang. Und morgen zeigen wir euch mal einen Caravan, der 12 Meter lang ist. Der Name von dem? Das ist der Hacienda 1000. Hacienda 1000, mit einer Frontküche? Ich glaube mit einer Frontküche, ja. Er glaubt mit einer Frontküche. Marcel Asmus, stellvertretend für 90 Mitarbeiter, Spann an Caravan Park in? Osterrönfeld. Osterrönfeld zwischen Emden und Cuxhaven. Nicht ganz, aber zwischen Hamburg und Flensburg sind wir zu Hause. Ja, ich danke dir. Tschüss. Danke. Tschüss.